Der letzte Morgen in Da Nang. Die Koffer sind gepackt. Doch auch am Abreisetag gibt's noch Termine. 5 Tage Delegationsreise in Vietnam. Ziemlich anstrengend, oder? Ziemlich anstrengend, sehr intensiv, aber wir haben sehr viel mitgenommen, denke ich. Für die Thüringer Delegation um Ministerpräsident Bodo Ramelow geht's am Vormittag in die größte Schule für Pfleger und medizinisches Personal in Da Nang. Denn die werden daheim in Thüringen dringend gebraucht. Und die Thüringer sind beeindruckt, super ausgestattet, sagen sie, die Spitzen von AWO und anderen Verbänden aus dem sozialen und Pflegebereich. Und ich denke, auch hier sieht man eine tolle praktische Ausbildung. Also ich bin begeistert, das ist jetzt ein super Termin. Ja. Und entspricht das den Pflegern in Thüringen, was jetzt hier gemacht wird? Also das ist typische Krankenschwester- oder Krankenpflege, Pflegefachmann-Ausbildung wie auch in Deutschland. Also so hab ich auch mal angefangen. Ich bin auch Krankenschwester, ja, genau. Darum geht es hier, um Pflegefachkräfte nach Thüringen zu holen, müssen Ausbildung und Abschlüsse vergleichbar sein. Erst dann können sie anerkannt werden. Die vietnamesische Schulleitung ist bereit, ihre Ausbildung an Thüringen anzupassen, inklusive Deutschunterricht. Wir hatten uns bisher auf den Ausbildungsbereich konzentriert und jetzt geht es darum, auch Fachkräfte, die ausgebildet sind, die hier vielleicht noch ein zusätzliches Modul, ein Thüringen-Modul vielleicht erlernen, diese für Thüringen zu gewinnen. Es ist eine sehr hohe, also ein großer Bedarf in Thüringen vorhanden, aber auch der Wunsch hier von Vietnam gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und dann könnten tatsächlich schon im nächsten Jahr hier in Da Nang die ersten künftigen Pflegerinnen und Pfleger für Thüringen ausgebildet werden. Insgesamt etwa 20 solcher offiziellen Termine hat die Thüringer Delegation in der Woche abgearbeitet. Mit Ministertreffen, Schul- und Unternehmensbesuchen und vielen, vielen Händeschütteln. Der Einsatz habe sich gelohnt, sagt der Ministerpräsident. Wir sind konkret am Reden über wirtschaftlichen Austausch. Wir haben feste Verpartnerungen in Hochschulen, wo Wissenschaftsaustausch stattfindet. Und jetzt dabei gewesen sein zu dürfen, dass wieder 80 junge Leute in den kommenden Wochen in Südthüringen ihre Ausbildung in den Betrieben aufnehmen und am Schluss der Reise 16 junge Leute als Facharbeiter ebenfalls nach Südthüringen gehen. Das ist ein toller Erfolg. Am Ende geht's für die Thüringer noch bei schwülen 30 Grad durch die alte Stadt von Hoi An. Und der ein und andere der Delegation will wiederkommen, dann aber ganz privat und ohne Termine.